Also unseren nächsten Talk geht es über die neuen Wohnen im Homeoffice 3.0. Und dazu werden uns jetzt der Herr Altmann und die Frau Stehmann ein bisschen was erzählen. Viel Spaß. Das ist erstmal daneben. Guten Tag. Die größte Neuerung für OpenOffice 3.0 sehen Sie schon. Die Dame und der Herr da oben werden sich auch sicher darüber freuen. Das läuft jetzt nativ auf dem Mac. Kommen wir aber gleich zu. Nein, Function F5 auf dem Notebook, sonst funktioniert er nicht. Komm schon. So, jetzt haben wir die erste Neuheit. Wir haben einen neuen Splash-Screen bekommen. Warum ich das eben gemacht habe mit diesem komischen Klang, ist, die Mac-User werden es nachvollziehen können. Das funktioniert also relativ umfassend schon auf dem Mac. Auch diese Multimedia-Unterstützung ist eigentlich schon relativ weit gediehen. Das ist ziemlich neu. Unter X11 würde sich das jetzt alles ein bisschen komisch angehört haben. Beziehungsweise gar nicht, nehme ich mal an. So, jetzt kannst du auch das Mikrofon hier rübernehmen, dann brummt das auch nicht mehr so. Vielleicht ein bisschen was zu uns. Ich bin hier aus der Gegend, deswegen habe ich auch die Ehre, den OpenOffice-Stand da draußen zu organisieren. Habe mich mit dem Macport eigentlich immer so ein bisschen mit der QA befasst. Die Mechthilde Stehmann, die hier neben mir steht, ist die deutsche Ansprechpartnerin. Man könnte auch sagen, sie leitet die deutsche QA. Ist also ganz eingefleischter Debian-Fan und schlägt mich jedes Mal, weil ich mit dem Mac unterm Arm komme. Und ist Fachfrau für ziemlich viele Dinge und deswegen habe ich sie gebeten, hier mit dabei zu sein, weil ich über den Rest des Projekts, insbesondere was die Linux-Seite des Projekts angeht, als Mac-User naturgemäß nicht ganz so gut informiert bin, wie sie das ist. Und da sie sowieso am Stand war, habe ich sie gebeten. Der zweite Grund ist, ich bin erst seit vorgestern Abend wieder verfügbar in Deutschland, war vorher 6 Wochen im Ausland und sie hat die Präsentation vorbereitet, also so ein Kram. Und jo. Sie meinen aber, ich könnte besser reden, deswegen soll ich hier das Quatschen übernehmen, sonst können Sie das ja auch noch machen. Okay, was gibt es Neues in der 3.0 und vor allen Dingen, wann gibt es die 3.0? Das, was hier im Moment läuft auf meinem Mac, ist ein sogenannter M-Milestone-Build, M3. Es wird noch ein M4 geben, der hoffentlich Montag, Dienstag, okay. Und nach dem M4 wird es den ersten Release-Kandidat für die 3.0 geben. Wir hoffen, dass das Ende nächster Woche, Anfang übernächster Woche der Fall ist. Der RC ist eigentlich die Version, die aus unserer Sicht fertig ist, aber von der wir noch nicht so genau wissen, ob sie die Tests alle überlebt. Vor allen Dingen die Tests in der breiten Menge der Anwender unter verschiedensten Konfigurationen. Deswegen gibt es RCs und dann gucken wir mal, wenn innerhalb von einer Woche keiner schreit, dass irgendwas ganz fürchterlich nicht funktioniert, wird dieser RC dann die endgültige Release sein. Falls einer schreit, wird es ein RC2, ein RC3, ein RC4 geben. Und weil wir das heute noch nicht wissen können, ob einer schreit oder ob nicht, haben wir nur einen vorsichtigen Plan, zum 16. September die Endversion zu haben. Das wird aber im Wesentlichen davon abhängen, ob mich Hilde mit dem Kopf nickt oder nicht. Die muss nämlich letztlich die Version in Deutschland freigeben. Und je nachdem, was wir noch für Fehler gemeldet bekommen werden, wird das früher oder später der Fall sein. Aber das ist jetzt mal der Plan. Sag mal so. Ne? Ja. Ja? Die Situation aus, ich rechne jetzt in circa 15 Tagen. Doch. Also 2 Wochen Verspätung. Aber ein paar Tage. Ich meine, wir haben jetzt 10 Jahre auf die Version gewartet, da kommt es auf 3 Tage auch nicht an. Ja. Freebies, die Ports gibt es schon, denke ich, 200 dabei. Wen? Es gibt 3RC, 3DWL, es gibt eine Beta 1, es gibt eine Beta 2, es gibt eine Menge Vorabversionen. Der Prozess ist öffentlich, die kann sich jeder runterladen, der risikofreudig genug ist, das auf seine Rechner zu installieren. Ich habe es ja auf meinem Rechner auch. Die funktionieren auch schon ganz gut, man sollte sich nur nicht darauf verlassen, dass alles funktioniert und so, wie man es gerne hätte. Also
Die Empfehlung ist immer, das nur in der Testumgebung und nicht in der Produktivumgebung zu benutzen, aber man kann das natürlich tun. Jeder ist frei, es zu tun, möchte sich dann bitte hinterher und nicht bei uns beschweren kommen, wenn irgendein Dokument nicht mehr funktioniert oder so. Aber das ist eigentlich so gut wie aus. Hat man selten. Die Wetterversion funktioniert nicht mehr, das ist richtig. Aber sie haben doch trotzdem eine ganze Menge. Wir haben immer das Späßchen, dass irgendein gutmeinender Mensch in irgendeinem Forum die neueste Developer-Version irgendwie ankündigt, als das neue OpenOffice ist raus und irgendwelche anderen Leute, die nicht genau lesen, das runterladen und für echt nehmen und sich dann bei uns bitter beschweren, wie buggy die Version ist. Kann man nichts machen, ist halt so. Okay, jetzt aber was gibt's Neues in der Version? Ich sagte schon, der Splash-Screen ist neu, den sieht man als erstes, wenn man startet, da wird jetzt die 3 hinten dran natürlich noch stehen. Was ganz neu ist, ist der Startcenter. Ich habe das hier mal aus dem Mac-Screenshot gemacht. Das heißt, es geht kein leeres Dokument auf, sondern es geht eben diese Startcenter auf, wo man dann so schöne Buttons hat, um ein Textdokument oder eine Präsentation zu machen. Letztlich ist das genau dasselbe, als wenn man das Dateimenü aufklappt. Das ist übrigens dann auch schon funktional an der Stelle. Man kann dann also auch auf die letzten Dokumente, die man auf hatte, schon zurückgreifen. Irgendwie, ja, es ist mehr optisch, aber es ist manchmal ganz praktisch. Nichts Tolles. Das ist eigentlich das, was die meiste Arbeit gemacht hat. OpenOffice nativ auf den Mac zu bringen, heißt aus der X11-Version, die es schon immer eigentlich, oder was es schon immer, aber schon ziemlich lange gab, eine Integration in das Mac-Betriebssystem zu machen. Das heißt, man hat einen Mac-nativen Druckerdialog, man hat einen Mac-nativen Datei-Öffnen- und Speichern-Dialog, die alle sehr viel komfortabler sind als das, was einem X11 da anbietet. Und von daher freut es dann auch die Mac-User. Vor allen Dingen, was mich besonders freut, ist, wir haben endlich mal jetzt ein freies Programm, mit dem man Datenbanken auf dem Mac entwickeln kann. Meines Wissens nach gibt es sowas nicht bislang. Das heißt also Datenbank-Engines oder Datenbankstrukturen natürlich schon, aber die Oberflächen nicht. FileMaker ist da so ein bisschen der Standard unter Mac-Usern, die Datenbanken entwickeln wollen. Hypercard gibt es ja leider schon lange nicht mehr. Wäre auch ein schickes Produkt. Und damit kann man jetzt auch auf dem Mac entweder mit der eingebauten HD-SQL-DB arbeiten. Das ist so eine ganz kleine SQL-Einzelbenutzer-Datenbank. Oder eben auch eine Anbindung an jede beliebige SQL-Datenbank über die Standardschnittstellen, JDBC-Treiber, ODBC-Treiber, an eine MySQL oder an eine PostgreSQL oder so. Also die Möglichkeit gibt es ja eh schon immer unter OpenOffice. Okay. ODF1.2-Unterstützung. Mich hat vorhin gerade jemand gefragt, was ist der Unterschied zwischen ODF1.0 und ODF1.2? Habe ich gesagt, so richtig weiß es keiner. Kosmetisch. Es gibt ein paar Accessibility-Features in der 1.2, die es in der 1.0 nicht gab. Und ein paar, sagen wir mal, Unklarheiten in der Spezifikation wurden beseitigt, aber nichts, was ein Anwender großartig beeindrucken möchte. 1.2 ist eben die aktuelle Version des Standards und die ist integriert worden. Man kann aber hier in einem Optionsdialog, den wir hier gerade als Screenshot sehen, auch noch eine ältere Version aus Kompatibilitätsgründen möglicherweise auswählen. Man wird es aber in aller Regel nicht brauchen. Microsoft Office 2007 Importfilter ist auch was, worauf viele Leute schon lange warten. Es war die ganze Zeit nicht möglich, aktuelle Microsoft-Formate zu importieren in OpenOffice. Das ist mit der 3.0 jetzt nachgearbeitet worden. Sage ich jetzt, glaube ich, nicht viel dazu. Funktioniert halt, wie die Filter halt funktionieren. Das ist immer so ein bisschen das Hase-und-Igel-Spiel. Böse Zungen behaupten, nachdem OpenOffice das Word 98, 97 Format so gut reingeniert hatte, dass es fast vollständig dokumentiert bei uns verfügbar war, haben sie dann die offizielle Dokumentation freigegeben. Das wird vielleicht in 10 Jahren mit diesem Format auch was passieren. Keine Ahnung. Also geht jetzt auf jeden Fall. Solver. Auch eine Sache, auf der schon lange gewartet worden ist, war als Extension schon für die 2.4
Zweier-Version verfügbar, 2.4, ist jetzt Bestandteil von OpenOffice, keine Extension mehr. Solver ist klar, was das ist, weiß es jemand nicht. Wenn man in Kalk oder in der Tabellenkalkulation ein bestimmtes Formelwerk aufsetzt, was einen Endwert berechnet, sagen wir im einfachsten Fall aus dem Nettobetrag und dem Mehrwertsteuersatz der Mehrwertsteuer, dann kann man mit Hilfe des Solvers die ganze Sache rückwärts ablaufen lassen. Das heißt, man gibt den Zielwert vor, der hinten rauskommen soll, und das Programm rechnet rückwärts, was vorne für Werte stehen müssen, damit das rauskommt. Ja? Okay. Ja, das ist es schon im Prinzip. Das sieht man dann hier rechts in dem Solver. Steht ja Zielzelle, ne? Sag mal, also welche Zelle enthält das Ergebnis. Und man will jetzt einfach, dass da ein möglichst großer Wert oder ein möglichst kleiner Wert oder ein bestimmter Wert drin steht und sagt ihm, welche Zelle er verändern soll. Und dann spielt er so lange mit der Zelle rum, bis da hinten der Wert auch rauskommt. Mehr ist das nicht. Programmtechnisch gar nicht so trivial, aber für den Benutzer, ne? In dem Diagrammmodul hat sich ja vieles getan, auch mit den letzten Versionen immer schon. Es ist irgendwann mal komplett neu gemacht worden. Zur 2.3. Zur Version 2.3, sagt jetzt Michidle, deswegen habe ich sie dabei, die weiß sowas, ich vergesse das jetzt. Zur 2.3 ist das Diagrammmodul komplett neu gemacht worden. In der 3 gibt es jetzt hauptsächlich hier Dinge, die man kann Fehlerbalken einblenden. Ich muss mal nachgucken. Es gibt auch Regression, die Möglichkeit Regressionsgleichungen. Man konnte ja schon immer eine Regressionsgerade einblenden. In der neuen Version kann man auch die Gleichung dazu sich noch angucken. Das ist manchmal ganz interessant. Und den Korrelationskoeffizienten kann man sich einblenden lassen in der Regressionsgleichung. Die nächste Funktion wird wahrscheinlich auch den normalen Anwender sehr freuen, das Zuschneiden von Bildern. Man konnte Bilder zwar schon immer zuschneiden, aber es war eine ziemliche Fummelei. Die Entwickler versichern mir, ich habe selber noch nicht ausprobiert, dass das jetzt sich so verhält, wie das der Benutzer erwarten würde aus anderen Applikationen, die ähnliche Funktionalitäten aufweisen. Das heißt, man kann wohl einfach die Punkte an der Ecke oder an der Seite nehmen und kann das klein ziehen und dann wird das Bild nicht mehr geschlaucht, sondern geschnitten. Auch nichts Tolles, aber ich denke, es ist einfach einfacher. Da fehlt mir immer dieser Sinnspruch ein, der ist so genial, weil einfach ist. Das muss man unseren Programmierern gelegentlich auch mal sagen. Gleichzeitig das Bearbeiten. Kalk, Wunsch von Firmenkunden, in Kalkblättern. Es ist jetzt möglich, ein Kalkblatt auf einem Server von mehreren Benutzern gleichzeitig geöffnet wird. Das bedeutet nicht, dass wir eine transaktionssichere Mehrbenutzerumgebung für Kalkblätter programmiert haben. Das bedeutet erstmal nur genau das, was ich gesagt habe. Es kann von mehreren Benutzern geöffnet werden. Der zweite, der es aufmacht, kriegt einen Hinweis, dass es schon auf ist. Und wenn der Server über die Information verfügt, kriegt er auch gesagt, von wem. Und er kriegt beim Speichern gesagt, dass Konflikte auftreten und wie die gelöst werden sollen, falls Konflikte auftreten. Also das Ganze ist relativ praktisch, wenn man, ich sag mal, ein Kalkblatt mit 32 Seiten hat und Benutzer 1 trägt auf Seite 1 irgendwas ein und Benutzer 3 trägt auf Seite 85 irgendwas ein und die zwei haben nichts miteinander zu tun. Das ist in Firmen einfach so, da wird in ein großes Kalkblatt ziemlich viel reingeballert. Dann ist das unkritisch. Wenn konkurrierende Änderungen auf dieselbe Zelle erfolgen, wird das kritisch. Ist klar, wie soll man das machen? Um sowas sauber zu lösen, brauchen wir eine transaktionssichere Datenbank und das ist eben immer noch eine Tabellenkalkulation. Und das sollte man bei sowas nicht vergessen. Aber die Funktionalität ist sehr häufig gewünscht worden von Anwendern und deswegen ist sie jetzt auch endlich mal drin in der Dreier. Die Anzahl der Spalten in Kalk hat sich verändert auf 1024. Die Anzahl der Zeilen ist gleich geblieben. Ich glaube, es sind 64.000 oder irgendwie sowas oder noch mehr. Ja, 64K. Ja,
Also nichts, was ein normaler User bräuchte, aber es gibt Menschen, die, nein, es gibt einen Fall, den ich kenne, wo es gebraucht wird, und zwar benutzen manche Leute Datenkalk, um Datenbankexporte, und zwar relativ große Datenbankexporte einzulesen, systematisch zu filtern und klein zu machen. Die müssen natürlich aber erstmal die Möglichkeit haben, die ganze Datei einzulesen, und da kommen fix 64.000 Datensätze beieinander. Ansonsten so im normalen Tabellenkalkulationsbereich. Man kann auch Texteditoren für sowas nehmen, die können es genauso gut, aber die meisten Leute machen es halt lieber mit einer Kalkulation. Also wie gesagt, 1024 Spalten, das ist ein schickes Feature, das wir jetzt neu haben. Ich mache mal die Tür zu. Das kennt man auch aus anderen Programmen. Wir hatten die ganze Zeit ja nur die Möglichkeit, den Text so hintereinander wegzuschreiben. Wir können jetzt auch den Text kacheln und die Layout-Seiten nebeneinander legen. Das ist hauptsächlich für Widescreen-Monitore ganz praktisch. Da hat man zwei Seiten nebeneinander stehen. Ist aber auch, wie man es hier in dem Screenshot sieht, durchaus möglich, eine 6er- oder 8er-Kachelung aufzubauen, um sich einen Überblick über ein Textlayout zu verschaffen. Jo, das Ganze kann man also stufenlos zoomen. Irgendwie gibt es da unten einen Schieberegler und so. Ist eine ganz schicke Sache. Das funktioniert übrigens auch jetzt mit der Darstellungsgröße von Text. Wir können das nachher gleich mal live sehen. Früher war das ein bisschen fummelig. Da musste man so einen Menüeintrag aufmachen und in den musste man dann irgendwie seinen Vergrößerungsfaktor eintragen, den man gerne hätte. Heute ist unten rechts in dem Hauptfenster des Programms ein Schieberegler, mit dem man einfach stufenlos die Textgrößen und die Seitengrößen, die Layouts rein- und rauszoomen kann. Funktioniert leider bis jetzt nur im Writer, aber da ist es also wirklich eine hübsche Sache. Was komplett überarbeitet worden ist für die 3.0 ist die Notizfunktion. Die gab es zwar schon immer, die war aber unter Ansicht vieler Leute schlicht und ergreifend unbrauchbar, weil die hat einfach so kleine gelbe Punkte im Text erzeugt, mit denen man dann ziemlich präzise mit der Maus treffen musste, um zu sehen, wer irgendwas da reingeschrieben hatte als Anmerkung. Das ist heute deutlich besser, wie man in dem Screenshot sieht, werden die einfach jetzt rechts neben den Text eingeblendet, verdecken den Text nicht mehr und vor allen Dingen sind die auch nach Autor unterschieden in der Farbe. Das heißt, man kann dann auch besser sehen, wer was reingeschrieben hat. Schon an der Farbe. Früher war da irgendwie so ein kleiner Text unten drunter mit einem Autorenkürzel oder so. Für mich ganz wichtig ist, die Anmerkung verdeckt nicht mehr den Text, auf den sie sich bezieht. Keine Ahnung. Die Funktion funktioniert insofern, dass derjenige, der das Dokument aufmacht, hat ja auf seinem Rechner seine Bedingungen drauf, wenn es nur so ist, dass man hier auch seine Angaben angeht. Nee. Das wird in dieser Notizfunktion mit übernommen. Nein, was er wissen wollte, ist, wenn ich jetzt den Textabsatz, auf den sich diese Notiz bezieht, lösche und habe diese Änderungsmarkierung angeschaltet. Achso. Ja. Änderungen markieren. Ne? Das ist die Versionskontrolle, über die er spricht, wie weit die beiden miteinander zusammenarbeiten. Spannende Sache, probieren wir gleich mal aus. Ich nehme an, wenn der Text sichtbar ist, ist auch die Notiz sichtbar. Und wenn der Text unsichtbar ist, dann ist auch die Notiz wahrscheinlich nicht mehr sichtbar. So würde ich es auf jeden Fall gelöst haben. Und ich nehme an, dass es ziemlich verwirrend wäre, wenn wir Text ausblenden, weil irgendein Anwender die gelöscht hat. Aber die Anmerkungen dazu werden weiterhin da im leeren Raum stehen. Also müsste eigentlich so sein. Wir können aber gleich mal reingucken. Wir sind ja auch gleich fertig mit der Präsentation. Ja. Okay, native Tabellen in Impress. Das bedeutet einfach, man muss heute nicht mehr wenn man eine Tabelle in einer Präsentation haben will, musste man bislang die Tabelle in Calc erzeugen und dann als Objekt in die Präsentation platzieren, was das Ganze nicht gerade schnell gemacht hat. Heute kann man mit der Version 3.0 auch Tabellen direkt erzeugen. Die rechnen dann nicht so doll, aber dafür sehen sie besser aus. Das ist eigentlich auch das, was man von einem Präsentationsprogramm auch eher erwarten würde. Und wenn einem das zu wenig ist, kann man ja immer noch das Kalkobjekt platzieren. Die haben wir nicht abgeschaltet, ne? Okay. Nee, ist einfach fixer, wie jetzt ein neues Dokument und machen und tun und platziere und Objekt und Bereich und Hauptsache und ja. Das ist eigentlich die interessanteste Neuerung aus meiner Sicht, abgesehen davon, dass ich Mac-User bin und natürlich die Mac-native Version sehr schön finde.
Wir haben in dem OpenOffice-Projekt seit längerem das Problem, dass wir aus der Community eigentlich keine Code-Contributions mehr kriegen oder dass nur ganz wenige Leute eigentlich wirklich Code contributen zu dem Projekt. Das hat was damit zu tun, dass das irgendwie, die Schätzungen gehen auseinander, irgendwas zwischen 10 und 20 Millionen Zeilen Source-Code sind. Und wenn man da irgendwas dran rumfummeln will, dann hat man erstmal ungefähr 3 Jahre Einarbeitungszeit, Fulltime-Job wohlgemerkt. Nein, ganz so viel ist es nicht, aber also das mal nebenher und als Hobby zu betreiben, ist eigentlich nicht mehr zumutbar. Das kann keiner mehr leisten. Das hat sich zunehmend zum Problem entwickelt, weil eine Menge Leute wollen Funktionalitäten haben, haben im Prinzip auch den Code für die Funktionalitäten, können den aber nicht einbauen, weil das einfach auch der Code-Einbauprozess in OpenOffice, das ist ein bürokratischer Wasserkopf, das kann man sich nicht vorstellen. Ich kenne etliche Leute, die das Projekt auch deswegen schon wieder verlassen haben. Das ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall, um das Problem zu lösen, gibt es jetzt die Möglichkeit, Extensions zu bauen. Extensions sind eigenständige Programme, die sich ähnlich, man kennt das von Firefox, die sich da einklinken, die über das UNO-Framework direkt auch auf jede Funktion in OpenOffice und jedes Objekt in OpenOffice zugreifen können, die aber ansonsten vom Code her völlig getrennt gearbeitet und gepflegt werden können und jeder Benutzer kann auch selbst entscheiden, ob er das integriert oder nicht. Ja. Egal. Ist völlig egal. Das ist ein eigenständiges Programm, das nur die Schnittstellen bedient. Also ich weiß, dass es in Java sehr gut geht, weil es gibt für Eclipse schon eine Erweiterung, die diese OpenOffice Extension Stubs zur Verfügung stellt. Also die Schnittstellendefinition, der ganze Kram, was man so braucht. Es wird mit Sicherheit in C immer und dann natürlich in der Makrosprache Basic. Das sind jetzt die drei Sprachen, in denen wir Extensions bekannt sind. Python geht mit Sicherheit auch. Ich denke, die Sprachen, für die es nur Bindings gibt, und das sind einige. Deswegen, ich denke, da ist man im Grunde genommen nicht, gibt es keine Anstrengungen. Ich habe sie allgemein. Der Code wird systematisch überarbeitet. Das merkt man daran, dass immer mal zu einer Version ein neues Modul rauskommt. Das Präsentationsmodul ist für die 2.0, glaube ich, völlig neu geschrieben worden. Das Kalkulationsmodul ist, glaube ich, für die 2.1 oder 2.2 völlig neu geschrieben worden. Das Business-Grafik, also das Grafikmodul im Kalkulationsmodul, ist dann für die 2.3 komplett neu geschrieben. Also man arbeitet sich so langsam durch, sage ich jetzt mal. Ich bin mal gespannt, wann der Writer-Code neu geschrieben wird, aber ich habe Leute gehört, die gesagt haben, da draußen ist nie einer dran. Nein, also man arbeitet sich da durch, aber das dauert natürlich, weil die Ressourcen sind begrenzt. Ich glaube, Sun hat in Hamburg ungefähr 160 Programmierer, oder sagen wir 160 Leute da dran sitzen, nicht unbedingt Programmierer. Und die arbeiten da eigentlich fulltime an dem Produkt und bei Novell sitzen auch noch irgendwie eine kleine Abteilung und IBM hat jetzt, glaube ich, inzwischen gerüchteweise auch angefangen, Code zu contributen, nachdem der Sun-CEO dem so richtig mal ein Schienbein getreten hat, weil da wäre er weltweit größer User, er könnte ja mal was tun da. Aber das dauert. Aber es wird überarbeitet und ich bin auch ganz sicher, bestimmte Sachen wird man einfach mit leben. Ich meine, das ist sehr schön, dass man mit einer objektorientierten Programmiersprache arbeitet, aber was ich gehört habe, eines der ersten Statements ist, dass alle Objekte public sind. Das macht dann auch nicht mehr viel Sinn an der Stelle, aber ich glaube, das Statement wird in den nächsten 20 Jahren da oben drin stehen. Da kriegen die anders nicht mehr hin. Aber es gibt Bestrebungen, sagen wir mal so. Aber davon wird der Code nicht unbedingt einfacher. Zumindest nicht so einfach, dass jemand, der sich abends 2 Stunden Zeit dafür nimmt, da irgendwie nennenswert sich einer. Oder du suchst dir wirklich so eine ganz kleine Ecke raus, wo du Spezialist wirst für. So Leute gibt's auch. Ja, kann man machen. Aber Extensions, also wenn man einfach eine neue Funktion braucht oder gerne hätte, ist Extension eigentlich der Weg der Wahl. Da kann man sehr viel mitmachen eigentlich. Aber auf diese Art und Weise ist die Notizfunktion entstanden.
die ist wirklich von dem Außenstehenden entwickelt worden und der hat sich eben diese kleine Ecke da genommen. Klein, nur bezogen auf den Gesamtwort. Ja. So ist eine kleine Aufgabe. Es die, haben auch die ersten Extensions ihren Weg in den Main-Code gefunden. Also der Solver war mal eine Extension. Wenn sich dann irgendeiner findet, der das Ding integriert, kann man das ja auch machen. Ja. Okay. Also auch einiges, was man an neuen Funktionen liest, ja. Wenn ich jetzt eine Excel-Tabelle in dem Writer-Dokument habe, also ODT, dass mir das Ganze als Screenshot Gott sei Dank gespeichert wird und ich das nicht mehr rendern muss, aber dass dieser Screenshot zufällig ein Format ist, das nicht offen ist und auch noch zufällig nur von Staufe verwendet wird und dafür gibt es aber auch zufällig keine Library. Ich habe da mal mit dem Entwickler gesprochen, das sollte mal angegangen werden. Also es geht nur darum, dass man dieses Format auch in irgendwas anderes kommentieren sollen müsste, das auch irgendwie von anderen Programmen gelesen werden kann und nicht von OpenOffice. Ich weiß auch nicht, welche Schnittstelle oder ob diese Library komplett geschlossen ist. Soweit ich weiß, ist das so, wird das irgendwann angegangen oder? Es fällt mir jetzt schwer, das nachzuvollziehen. Ich weiß schlichtweg nicht, wovon Sie reden. Hat es jemand sonst verstanden? Kannst mir, nee, ja. Wenn man ein Excel. Also OpenOffice speichert für Excel-Tabellen keine Screenshots, da bin ich mir sehr sicher. Sie meinen wahrscheinlich Kalktabellen. Ich meine ein Bild. Ich meine ein Bild, das diese Excel-Tabelle repräsentiert, auch völlig korrekt repräsentiert, als Screenshot. Und dieses Bild kann man praktisch benutzen, und zum Beispiel, wenn man den Writer öffnet, dann wird wahrscheinlich nicht gleich irgendwie nein, Bilder werden in Kalk generell nicht gerendert. Vielleicht können Sie das nachher mal, wir haben auch draußen einen Stand, wenn Sie mal kurz vorbeigucken und uns zeigen, was Sie meinen, kann ich es besser nach. Also ich kann es jetzt im Moment nicht greifen, was Sie meinen. Sie hatten ganz eingangs SVG gesagt, das ist eine Lieblingsfrage von uns, nein. Mir ist nicht bekannt, dass irgendjemand einen SVG-Importer schreibt. Wir wären dankbar, wenn es jemand täte, aber wir konnten auch bis jetzt noch bei Bissen suchen, auch niemanden finden, der selbst gegen Geld es tut. Es ist im Moment übrigens ein Extension-Wettbewerb ausgeschrieben vom deutschen Open-Office-Org-Verein. 5 Extensions werden prämiert, insgesamt für 5.000 Euro. Also wer Lust hat, für 1.000 Euro eine ordentliche Extension zu schreiben, ist hiermit aufgerufen, sich da zu melden. Das nur am Rande. SVG-Import wäre wirklich ein geiles Thema. Den würden wir alle so gern sehen und wir werden das so oft gefragt, aber wir finden niemanden, der in der Lage ist, das zu schreiben. Es scheint bald komplizierter zu sein. Er nickt mit dem Kopf, er weiß wo. Okay. Aber es ist ein bisschen mehr als so geiles. OpenOffice beherrscht kein Vektorgrafikformat, kein offenes damit. Und das ist eigentlich die tierische Krankheit. Ja, also das Problem. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass dieses, wenn man eine Draw-Zeichnung wegspeichert, dann wird die als ODG gespeichert und ODG ist natürlich ein offenes Grafikformat. Das ist vielleicht nur nicht sehr verbreitet. Aber es ist offen. Man muss das unterscheiden. Ja, WMF ist nicht offen, aber sehr verbreitet. Das ist was anderes. Wir haben die Hoffnung, dass ODG sich vielleicht ein bisschen verbreiten wird. Ich weiß jetzt aber, das müsste ein Vektorformat sein, weil Draw macht nur Vektorgrafik. Also von daher speichern wir schon in einem offenen Format, was halt nur kaum einer lesen kann, aber das ist dann auch. Kann ja auch SVG exportieren, nur nicht importieren. Ja, es gibt aber viele Leute, die würden es gerne und ich kann das auch verstehen, aber das scheint nicht ganz trivial zu sein und. Vielleicht fühlt sich ja jemand aufgerufen, uns aus der Patsche zu helfen. Ich weiß es nicht. Also wäre herzlich willkommen. Und im Moment gäbe es sogar Geld dafür. Also ich bin ganz sicher, eine Extension, die einen SVG-Import in RAW macht, wäre da ganz oben auf der Liste der Kandidaten für eine Preisgelder. Bin ich sehr zuversichtlich. Okay.
Extension Manager, wie gesagt, eine deutlich vereinfachte Möglichkeit, das Programm um Funktionen zu erweitern. Was haben wir noch? PDF-Import. Das ist eine Extension, die auch erst ab der Version 3.0 funktionieren wird, zur Enttäuschung vieler Menschen. Ich habe es vorhin jemandem am Stand erzählt, es ist vielleicht das Einfachste, sich so eine 3.0 Beta zu installieren, die Extension da reinzuhängen, die PDFs zu importieren, das Ganze als ein ODF-Dokument wegzuspeichern und das in seiner Produktivversion nochmal aufzumachen. Solange, bis wir eine freigegebene raus haben. Also man kann es schon nutzen, auch wenn es nur in der Beta ist. Ich selber habe es noch nicht genutzt, aber es ist eine schicke Sache, glaube ich. Es ist eine schicke Sache, solange die PDFs nicht geschützt sind. Man hat bei der PDF-Erstellung, besonders wenn es von Acrobat oder von Adobe, von dem Creator kommen, die Möglichkeit, dann Security, nicht Druckfunktionen und Ähnliches einzubauen, dann gibt es Schwierigkeiten. Dann gibt es aber auch noch Lizenzprobleme etc. Was schick in dem Zusammenhang ist und was viele OpenOffice-Org-Nutzer sicherlich das Leben leichter macht, ist dieses Hybrid-Exportformat, was wir jetzt haben. Beim Exportieren von PDFs kann man auch das ODT einbetten. Das heißt, wenn jemand kein ODT-fähiges Programm hat, dann wird das Ding als PDF aufgemacht und wenn er das mit einem OpenOffice oder mit einem KeyOffice aufmacht, dann wird direkt das OpenDocument-File aufgemacht und das PDF ignoriert. Genau. Das ist keine neue Funktion in OpenOffice 3.0, sondern das ist das Abkündigen einer immer wieder gewünschten Funktion. Wir werden unglaublich oft gefragt, sagte mal, also OpenOffice ist ja geil und damit kann man ja wirklich MS Office relativ gut ersetzen. Aber was uns wirklich fehlt, das ist dann noch sowas wie Outlook. Stimmt. Nur ist OpenOffice eben nicht Microsoft Office und schon gar nicht Microsoft Office Professional. Wir werden sowas nicht entwickeln. Es gibt genug andere Software, die das kann und auf die verweisen wir an der Stelle gerne. Lightning liegt da ganz vorne. Ich weiß, dass Lightning kein Outlook ist, auch in Verbindung mit Thunderbird nicht, aber das meiste, was der normale Mensch so braucht, kann man damit machen. Wem es nicht reicht, Evolution ist, glaube ich, auch ganz gut, wobei da gibt es sehr gespaltene Meinungen zu dem Thema, habe ich gehört. Ich bin ja als Mac-User da sowieso ein bisschen vor der Tür, ich kann das nicht so genau sagen. Ja, und zwar gibt es Probleme, Evolution unter Windows ans Laufen zu bekommen. Ja, da gibt es ja Outlook. Ja. Aber die Frage ist ja, welches Programm nimmt man, wenn man eben genauso plattformübergreifend was zur Verfügung stellen möchte, wie OpenOffice auch das macht. Lightning ist eine Möglichkeit, die sich im letzten Jahr sehr stark verändert hat, es ist sehr viel Entwicklungsarbeit, gerade in dieser Kalenderfunktion im letzten Jahr geschickt worden, also in den letzten 12, 15 Monaten. Contact Lock hat alle drei genannten Plattformen. iOS, Windows und Contact Lock hat alle drei. Contact, ja. Aber Linux dann wieder mit der kompletten KDE-Umgebung, ne? Ohne GNOME laufen lassen, man kann Contact Lock. Das ist richtig, aber die ja. Also es ist nur eine Empfehlung, man kann auch andere Sachen da gerne haben. Gerade im KDE-Bereich ist ja so im Personal in diesem PIM-Bereich unheimlich viel entstanden eigentlich. Und soweit ich höre, wird das Zeug jetzt auch alles auf den Mac portiert oder läuft da auch und so. Wobei auf dem Mac ist das relativ sinnlos, weil diese Kombination von Adressbuch und Terminplaner, den Apple ausliefert, ist für den Einzelplatz unschlagbar gut. Also das ist in Gruppenumgebungen sicherlich nochmal eine Sache, über die man reden oder denken muss. Und wie es läuft, auch in den Gruppenumgebungen, ist es dann möglich, zum Laufen zu bekommen. Ja. Und außerdem ich war jetzt zu schnell beim Klicken, tut mir leid, ich muss dich unterbrechen. Hier läuft schon der nächste Text durch. Ich wollte noch eins sagen, oben zu laden, das ist natürlich für uns auch noch ein Thema. Ne? Das ist auch eine Plattform, die interessant ist. Ja. Ja. Und da ist dann wieder Sonderbegleitung eben auch noch auf. Also die Sachen, die jetzt hier zu sehen sind, sind teilweise schon länger in OpenOffice, wie dieser PDF-A-Unterstützung. PDF-A ist ein spezielles PDF-Subformat für Archivierungszwecke. Bedeutet, wenn keine Verschlüsselung zugelassen, die Fonts werden alle eingebunden und so weiter. Wer es halt braucht, weiß es, was es ist und wer es nicht braucht, der braucht es auch nicht letztlich wissen.
Die neue Diagrammkomponente ist schon angesprochen worden, Verbesserung der Programmierbarkeit eben durch diesen Extension Manager. Es gibt die Möglichkeit, nachträglich eine Textspalte anhand von Tabulatoren, Leerzeichen oder über statische Breiten auf mehrere Textspalten aufzuteilen in Calc. Manchmal klappt das ja nicht beim Importieren, dass die automatisch verteilt werden, da kann man nachträglich nochmal nacharbeiten. Die Sprache in der Writer-Statuszeile wählen, das heißt insbesondere, wenn man einen Text hat, in dem mehrere Sprachen vorkommen, englische Absätze, Zitate oder so ein Kram, geht jetzt deutlich einfacher. Man muss nicht mehr das ganze Textformatierungsmenü aufrufen dafür, man kann es unten direkt in der Zeile zuweisen. Die Seitengröße für Draw erhöht, PDF-Export verbessert, das kennt man auch mit Verschlüsselung, mit Format, mit Formulärerstellung und so, das ist auch schon was älter. Unterstützung für mehrere Bildschirme im Press ist auch eine Sache, die relativ neu ist. Die sehen wir jetzt gerade hier, dass ja die Spiegel, ich könnte jetzt auch entscheiden, auf welchen der drei Bildschirme das jetzt laufen soll. Es gibt daneben noch, das ist das Unterste, was hier steht, die Presenter-Konsole in Impress. Das ist allerdings noch in der Version 1.0 oder 0.9 oder wie immer man es nennen will. Also auf dem Mac funktioniert es noch nicht. Gestern Abend ist mir die Präsentation hier mehrfach bravourös abgestürzt, anschließend des dahinterliegenden OpenOffice. Unter Windows geht es angeblich aber schon. Die Möglichkeit, auf einem Bildschirm die Präsentation laufen zu haben und sich auf dem zweiten die Notizen dazu oder die nächste Folie oder was immer auch einblenden zu können. Das ist die Presenter-Konsole, ist eine Extension, muss man extra laden. Ich hacke deswegen so ein bisschen drauf rum, weil man liest immer wieder gerne in der Presse die neuen Funktionen von OpenOffice 3. Und man muss ganz klar sagen, viele dieser wirklich neuen Funktionen sind Extensions, die man extra zusätzlich installieren muss. Das heißt nicht, dass sich jemand wundert, der sich jetzt ein OpenOffice 3.0 runterlädt, wo das geblieben ist. Der muss extra den Extension Manager nochmal aufmachen und muss diese Extensions extra nochmal nachladen, damit die Funktionalität da ist. Blockmarkierung war für einige Leute eine Sensation noch. Also man kann den Writer jetzt nicht nur zeilenweise markieren, sondern einfach so einen Textblock, so einen viereckigen markieren. Was da drin steht, nimmt er raus beim Kopieren und was da nicht drin steht, bleibt liegen. Kann man sich vorstellen? Ja? Okay. Also in Tabellenkalkulationen ist das normal, aber im Textverarbeitungsprogramm ist das wohl, zumindest was uns angeht, ganz neu. Geht aber jetzt. Okay, Presentation Minimizer war schon immer ein kleines Programm, gibt es jetzt als Extension. Präsentationen im ODE-Format sind, wenn sie aus OpenOffice kommen, nicht gerade ein Muster an Datei klein, sondern eher ein Muster an Datei ziemlich groß. Presentation Minimizer ändert das. Das heißt, das ist ein Skript mehr oder weniger, was das Ding klein rechnet, ohne dass wir Datenverluste haben. Die Präsentation, der schmeißt halt alles weg, was er nicht unbedingt braucht, auf gut Deutsch gesagt. Warum das nicht gleich beim Speichern eingebaut wird, ist mir jetzt auch nicht so klar, aber irgendwie kommt das vielleicht ja nochmal. Der Report Builder, wir haben ja seit Version 2.0 eine Datenbank in OpenOffice. Der Report Builder ist auch eine Extension. Das ist ein Tool, um komplexere Reports aufzubilden. Also man kann im Writer schon immer einfache Reports aus einer Datenbank generieren. Wenn es ein bisschen komplexer wird, gibt es den Report Builder auch als Extension bitte nachzuladen, ist nicht standardmäßig in der Distri von OpenOffice auch drin. Der Link, der hier unten etwas größer steht, beschreibt diese ganzen Änderungen noch mal ein bisschen näher. Wenn es interessiert, der kann danach gucken. Generell noch mal ein paar Informationen dazu. Die Webadresse des deutschen OpenOffice.org-Projekts, die auch für, bis auf ganz wenige Ausnahmen die Quelle für Downloads sein sollte. Florian wird mich jetzt schlagen für den Satz. Ich glaube, der hat im Moment so 5 Terabyte im Monat. Aber ich glaube, das Problem haben wir inzwischen gelöst mit unserem Provider. Uns erreichen immer wieder, ich sage es aus einem bestimmten Grund, uns erreichen seit Jahren immer wieder Mails auf der Usersliste, dass irgendjemand sagt, er hat ein Problem mit irgendwas, funktioniert nicht. Und dann frisst er den, wo er seine OpenOffice-Version her hat und dann hat er irgendwie eine komische Quelle, die, was ich da reingepatcht hat. Ist schade drum eigentlich. Also wenn es keinen besonderen Grund gibt, dann würden wir vom Projekt her immer bitten, eben von der DE OpenOffice.org-Seite runterzuladen auch. Da wissen wir wenigstens, was drauf ist. Bei den anderen Sachen ist das immer so eine Sache. Wichtig an der Stelle ist, da ist kein www.
vorne dran. Das ist, glaube ich, so das größte Hindernis beim Erreichen dieser Seite. Da ja, man. Wenn ich das vorher viele Fehler in das Programm hat, kennt man dann schon nie. Ja. Muss er dann anfragen. Dann lässt sich auch einfach leichter nachvollziehen und man selber so gucken, was ist dran. Was immer ein Blick wert ist, ist die CD-Distribution proobooks.org. Das ist nicht nur eine CD, sondern auch eine DVD-Distri, wenn man will. Also da kann man sich auch DVD und CD-Images runterladen. Das sind eine Menge Dinge um OpenOffice.org rum. Dokumentationen, Extensions, Hilfsprogramme, zusätzliche Fonts, weitere Vorlagen, auch andere Open-Source-Programme, die die Jungs von dem Projekt einfach für sinnvoll halten. Manche Leute haben ja immer noch ein Modem zu Hause, die sind da mit so einer DVD-Distri wahrscheinlich ganz gut bedient und auch dankbar drum. Wenn man die sich nicht selber runterladen will, unter der nächsten Adresse kann man die auch bestellen, dann kriegt man die zugeschickt. Die freuen sich auch über Spenden. OpenOffice auch Deutschland, gemeinnütziger e.V. Ja, das ist einfach der Verein zu OpenOffice in Deutschland, sage ich jetzt mal so. OpenOffice.org Portable ist was Lustiges, dazu kann man, die Portable-Apps sind vielleicht auch bekannt, da kann man dann auf so einen Stick hier ein OpenOffice drauf tun, das ist lauffähig, das hinterlässt auch praktisch keine Spuren in dem Windows-System, auf dem es gestartet wurde. Das heißt, man kann sein OpenOffice.org überall mit hinnehmen. Das ist eine spezielle Anpassung, dass so die temporären Dateien und die Konfigurationsdateien eben auf den Stick zeigen und nicht mehr auf ein normalerweise erwartetes Installationsverzeichnis unter C-Procoms oder so wo. Da sind auch noch ein paar andere Applikationen mit drauf, die auch manchmal ganz nützlich sind, wenn man sie dabei hat. Und also es gibt zum Beispiel Leute, die haben ihren Thunderbird da drauf und haben ihre kompletten Mailverzeichnisse auf dem Stick und die können sich einfach an fremden Rechner setzen und ihre Offline-Mail-Reader bedienen. Interessantes Projekt. Okay. Und das OOWiki ist auch so ein Dokumentationsportal für Fragen rund um OpenOffice.org. Das kann man im Detail alles bei uns vorne am Stand auch nochmal nachfragen oder auch in Papierform mit nach Hause nehmen. Ansonsten würde ich das jetzt freigeben für Fragen, soweit wir noch Zeit haben. Haben wir noch, ne? Ja, ich habe jetzt hier gar keine Uhr laufen. Okay, mache ich jetzt mal zu, weil ich glaube, da kann man auch einiges einfach live machen. Ja, bitte. Nicht unbedingt. Möglicherweise wird diese Information, wie das zu formatieren ist, auch aus den Betriebssystemeinstellungen ausgelesen. Ja, das ist jetzt hier Spracheinstellungen. Das ISO-Standard-Format ist allgemein weltweit Standard und müssen sich auch so einstellen. Erzählen Sie das mal einem Ami. Einem Amerikaner, einem US-Amerikaner. Wenn der Sie auf den 3.4.2008 eingeladen hat und Sie hinterher feststellen, dass das der 4.3. war, weil der den Monat vor dem... Ja, ja. Deswegen gibt es ja das ISO-Format, um diese ja. Auszumerken. Außer wenn Sie das sortierbar. Ich benenne meine Dateien seit Jahren danach, also im Namen dann, aber ja. Also man kann hier einiges einstellen. Ich kann das jetzt im Detail nicht beantworten. Wir müssen das vielleicht vorne am Stand mal einfach ausprobieren oder vielleicht auch jemanden finden, der das weiß. Ich weiß es nicht und du weißt es auch nicht. Brauchen wir nicht lang drum herum reden. Okay. Ach so.
Können wir vielleicht auch vorne irgendwie, oder wenn wir hier nicht mehr dazukommen, können wir das vorne gerne nochmal nachvollziehen. Da haben wir auch mehrere Rechner, können wir auch synchron arbeiten. Ja. Ich habe mal gesehen, dass Office noch eine eigene Java-Anfrage mit in sein eigenes Zeit rein installiert hat und praktisch die vorhandene schon mal auf dem Rechner zu benutzen. Das war ein Windows-Rechner. Ja. Ja, da kann man OpenOffice mit und ohne Java runterladen. Ja, eben. Sie haben und gewählt, das OpenOffice auch mit Java runterzuladen und nicht die ohne Version. Das ist für die Fälle, wenn kein Java installiert ist, damit für die Funktionen auf jeden Fall eins zur Verfügung steht. Ja, das kann sein. Ich habe die von einem Vorfall und ich stehe drauf. Ich wollte das über neulich nachgefragt, wenn vielleicht doch schon Java auf solche Platz nehmen muss. Ja, also wenn Java auf dem Rechner ist, kann man sich ungefähr 20 oder 30 MB Download schenken und die Windows-Version ohne Java runterladen und dann auch installieren und dann. Zumindest wäre es gut, wenn in dem Fall die Distribution nach wurde, Java schon da. Ja, das ist aber nur bei Windows der Fall und da gehen wir einfach davon aus, dass der User das. Und bei RPM. RPMs kannst du auch mit Java, also ich weiß nicht. RPM-Distribution, also die RPM-Version wird auch mit Java ausgeliefert, ja. Aber man kann in den Optionen nochmal auswählen, welches Java man jetzt für OpenOffice auch nutzen möchte. Die Java-Versionen werden nebeneinander installiert, ja. Nicht übereinander. Ja, ja, ist klar. Ja. Und das kann in den Optionen ausgewählt werden. Da kann man auch sagen, welche Java genau. Der listet alle auf, die er findet. Ja, kann man auch wieder rausschmeißen, genau. Ja, bitte. Um das anzugehen, auch in der Firma zu definieren, ein paar Firma-Kommunikationen geschieht einfach über ein offenes Format. Ja, ja. Gibt es jetzt zum Beispiel noch irgendwelche Hindernisse, was davon abhält, das zu nutzen? Gerade jetzt auch auf dem Aspekt OpenOffice auf dem Mac gab es ja die ganze Zeit dieses Projekt NeoOffice. Ja. Ist das so komplett obsolet geworden? Nein. Das weiß ich nicht, also das muss der Benutzer beurteilen. Peter, Len und Lubin werden NeoOffice mit Sicherheit weiterführen. Die haben auch einiges an Code einfach zusätzlich geschrieben. Das ist eine Entwicklung, die wir eigentlich sehr bedauern. Ich bin auch vorhin bei dem TUX-Radio gefragt worden, andere OpenOffice-Distries. Wir sehen das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das lachende Auge ist, dass diese Distris natürlich Leute erreichen, die wir vielleicht nie erreichen würden und die dadurch einfach ein OpenOffice auch benutzen können und tun. Das weinende Auge ist, dass diese Distris speziell eben NeoOffice auf dem Mac eine Menge Code, nützlichen Code entwickelt. Leider Gottes aber durch ihre, wie mir die Altvorderen berichten, durchaus bewusst gewählte Lizenzierungspolitik verhindern, dass dieser Code in OpenOffice Main einfließen kann. Konkret OpenOffice liegt unter der LGPL. Das ist eine sehr freizügige Lizenz und die NeoOffice-Leute entwickeln unter der GPL und das heißt, die können unseren Code jederzeit verwenden, aber wir ihren nicht mehr. Das ist eine Code-Einbahnstraße. Wir bedauern das, aber die mögen ihre Gründe haben, die sind eher menschlicher Natur als technischer, aber es ist halt nun mal so und wir können es nicht ändern. Schade eigentlich, aber ob die jetzt weiterentwickeln, NeoOffice oder nicht, das müssen sie selber wissen. Da haben wir auch gar keinen Einfluss drauf. Und ob das obsolet ist, das mag jeder selber beurteilen, der das Laufzeitverhalten auf seinem Rechner mal nebeneinander angeguckt hat. Also die native Version hier ist wirklich schnell. Also ich habe hier NeoOffice auch drauf auf der Maschine. Ich denke, wenn die native Portierung mal ihre Kinderkrankheiten überwunden hat. Da wird sicherlich noch einen Moment dauern, bis der letzte Datenbanktreiber auch auf Mac funktioniert. Oder wenn man die Präsentation startet, sieht man in der Grafik noch so ein paar bunte Streifen, die da nicht hingehören eigentlich. Dann ist das meines Erachtens ist es durch, aber das müssen die Leute selber entscheiden. Ja. Für das firmenweite Rollout von OpenOffice in einer heterogenen Umgebung sehe ich überhaupt keinen
kein Problem. Ich wundere mich nur mit, was Sie jetzt im Moment unter Ihren Linux-Rechnern Textverarbeitung so betreiben. Die Linux-Leute nutzen OpenOffice, nutzen es auch gerne. Ja. Wenn es halt darum geht, wenn man aus dem Service-Bereich Dokumente reinholt, ja. Läuft vieles auf Black Box Over. Ja, okay. Nee, da könnte man jetzt eigentlich auch für die Macs noch. Nicht unbedingt praktikabel. Ja. Ja, es gibt da auch ganz schicke, wir haben auf der CeBIT immer einen Gemeinschaftsstand mit O3 Spaces, die ein Content- und Dokumentenmanagement-System anbieten, das gleichermaßen Microsoft Office und Open Office kennt ihr, ne? Würde sich jetzt anbieten, auch für einen sanften. Nach meiner Erfahrung und dem, was viele Leute, die das machen, mir erzählen, ist es einfacher, Leute von Windows auf Linux umzustellen, als Leute von Word auf OpenOffice. Weil wenn du die mal auf OpenOffice hast und tauchst in das Betriebssystem aus, dann merken die gar nicht mehr. Ja, ich glaube, uns wäre eigentlich froh, wenn wir wieder eine normale Oberfläche haben mit normaler Anwendungsleiste oben, anstatt diese tolle Microsoft 2007. Ja. Ich habe gehört, dass viele Anwender uns deswegen jetzt bevorzugen, spätestens seit 2007 rausgekommen ist. Aber ich meine, es ließe sich auch wieder umschalten, aber ich bin mir da nicht so sicher, ich kenne mich mit dem Produkt nicht so aus. Ja, noch, ja? Die MacBook-Frage, ob es zwei, hat es denn welche Änderungen gegeben, jetzt in der 3 oder die? Es hat sich im Grundlage überhaupt nichts geändert. Es sind ein paar Erweiterungen dazugekommen, um die neue Funktion eben auch objektmäßig anschalten zu können. Ja, das ist weiterentwickelt, aber alles, was bisher. Ja, das läuft weiter. Ich sage das jetzt mal, ohne wirklich zu wissen, wovon ich rede. Das Objektmodell von OpenOffice hat jetzt nicht mehr 20.340, sondern 21.258 Seiten. Also, aber die Sprache selbst nicht, nein. Wobei die Sprache ist eigentlich falsch, weil man kann OpenOffice Makros eigentlich in verschiedensten, wir haben es ja gerade gehört, alles was ein UNO-Binding hat, wobei, wenn hier Python-Entwickler sitzen, das Python-Binding könnte man mal überarbeiten, habe ich mir sagen lassen. Finden sich aber auch keiner für. Da drüben, ja. Ja, ich habe jetzt gerade mal zu der Backend noch eine Frage. Was macht denn jetzt Neo? Ob es 2.2.4 oder ob es 3.0 Beta 2? Erwarten Sie da jetzt von mir persönlich eine Antwort drauf? Ja, also die Präsentation eben lief unter dem M3. Wenn der Ihnen stabil genug erscheint, dann können Sie den ja gerne mal ausprobieren. Na also, dann nehmen Sie den doch einfach. Und wenn der an irgendeiner Stelle nicht das macht, was er machen soll, dann wechseln Sie mal auf NeoOffice, die können das dann wahrscheinlich. Ja. Wie gesagt, ich habe auch beide installiert und ich teste ja auch an dem Ding rum. Ich nehme es einfach im täglichen Betrieb, um zu gucken, was passiert. Ich bin eigentlich recht angetan von der M3, weil diese Präsentationsnummer, die hat also noch unter, vor 2 Monaten hätten wir jetzt keinen Spaß an der Präsentation gehabt auf dem Mac. Also es ist nicht so, dass es völlig gebrauchbar. Nein, die kann man schon recht gut brauchen. Die scheint auch nichts kaputt zu machen. Ja, das ist das Ärgerlichste. Ich meine, das Testen, wenn das Programm abstürzt, ist ja kein Problem, aber wenn das Dokument kaputt ist, ja, das scheint zu funktionieren. Ja. Nee, also man kann die, glaube ich, schon einsetzen hier. Ja. Ja, bitte. Ab 2.3 kam ja dann ODF 1.1, die Haltung des ODF 3 ja dann ODF 1.2, was ja dann noch einen Austausch auch nicht unbedingt einfacher macht. Wenn wir uns den aktuellen Dokumentenkrieg anschauen, wo die Microsoft vielleicht auch einkann, wie der OpenOffice. Ich bin fast sicher, dass Sie das in der Praxis nicht merken werden. Also die Änderungen sind marginal. Das ist wirklich Kosmetik, was da mit der 1.2 und der 1.1 passiert ist. Ja, die Frage, ob man das dem Anwender transparent
Da brauchen Sie dem Anwender nicht transparent machen, der merkt da gar nichts von. Doch, wenn er in OpenOffice 2 ein Dokument F1.2 bekommt, dann kriegt er eine Meldung von einem neueren Format. Nein, der kriegt eine Meldung, dass es eine neuere Version seines Programms gibt. Ja, und dass es Darstellungsfehler geben könnte. Ja. Geben könnte. Genau. Das ist null. Ja, wenn er das sieht, dann ist für ihn. Ja. Also mein Rat wäre an Sie, wenn Sie das sowieso jetzt ins Rollout bringen wollen, warten Sie doch noch die 4 Wochen, bis die 3.0 Final raus ist und machen es mit der, dann haben Sie ein Problem mit. Ja klar. Ja, aber ansonsten, ja klar, das muss man sagen, der arbeitet mit einer alten Version und die gibt halt diese Meldung aus. Das ist ein bisschen übervorsichtig, das ist bei uns auch immer der Streit. Sagst du da am Anwender was, verunsicherst du den? Sagst du nichts, kriegst du auch auf den Sack gehauen, weil irgendwie dann einer sagt, ja da passiert aber und er sagt nichts. Wie das machst, meine Frau pflegt zu sagen, wie du es machst, ist verkehrt, machst du es gleich falsch, ist auch nicht richtig. Den habe ich mir jetzt gerade verkniffen, danke, dass Sie darauf hinweisen. 2007, Office Format 2007 ist nirgends so zu lesen, außer in Office. Ja. Ja. Ja, bitte. Keynote, Dateiformat. Oh nee. Wüsste ich jetzt, wir haben gerade ein neues Importformat deswegen gebaut, nein. Also was es gibt, ich kann die, das Apple-Adressbuch als Adressquelle einbinden. Ja klar, das war auch ein Stück Arbeit. Gucken Sie sich mal die Datenbankstruktur von dem Ding an, da werden Sie blass. Ja. Also es ist sowieso unbrauchbar für Serienbriefe. Spätestens wenn sie neue Etiketten einfügen. Ne? Die können ja jede beliebige Telefonnummer oder Mailadresse mit einem freien Etikett versorgen. Blöderweise wird das Zeug aber nicht so gespeichert, dass es eine Etikettspalte und eine Datenspalte gibt, sondern der erzeugt wirklich eine neue Datenspalte in der Datenbank, die so heißt wie das Etikett. Jetzt versuchen Sie das mal mit einem Serienbrief auszulesen, der das nicht kennt. Jedes Mal, wenn Sie in irgendeiner Adresse ein neues Etikett vergeben, kriegt die Datenbank eine neue Spalte mit einem neuen Namen. Ja, also das ist nicht ganz so praktisch, aber geht auf jeden Fall. Nein, aber von Keynote wüsste ich jetzt nichts. Möglicherweise ist Keynote ja demnächst in der Lage, ODP-Dateien herzustellen. Können wir mal mit Apple reden. Wäre für mich eigentlich der normalere Weg, der richtigere Weg. Aber nee, also wüsste ich jetzt. Ist auch relativ, wenn ich es jetzt mal sagen darf, wäre relativ Unfug. Keynote hat eine Menge super schöner Animationseffekte, die dann alle nicht mehr funktionieren würden. Weil die müsste man ja auch, das Problem ist ja nicht das Dateiformat, das Problem ist ja, dass der Effekt auch gar nicht mehr da ist. Und das sieht dann auch sowieso relativ unschön aus. Das kennen wir auch schon, wenn wir PowerPoint importieren. PowerPoint hat auch eine Menge Animationseffekte, die OpenOffice eben nicht kennt. Und dann, die fehlen dann halt einfach in der Präsentation. Also das ist bei Präsentationen sowieso ein bisschen schwierig. Da ist man froh, wenn man die Grafiken drüben hat und vielleicht noch den Folienaufbau. Den Rest muss man eh nochmal von Hand nacharbeiten. Ja, wenn Sie das an einen normalen PowerPoint-Benutzer schicken, hat er aber dasselbe Problem. Ja, also das ist, sagen wir mal, das ist systeminhärent, da kann jetzt OpenOffice auch nicht so viel dran ändern. Wir müssen die ganzen Effekte nachprogrammieren und Keynote ist ja gerade deswegen so berühmt, weil die Effekte so toll sind, die eben sonst kein anderer hat. Wir eben auch nicht. Ja, aber okay. Ja, ist also, das ist eigentlich das Problem daran. Ja, klar. Ich kann in OpenOffice, ich sage jetzt mal systemweit, Farben definieren, die mir in jeder Applikation von OpenOffice zur Verfügung stehen. Keine Ahnung. Das habe ich noch nie ausprobiert. Allerdings ist es sehr schlecht möglich, die wieder oben zu haben und weiter zu benutzen. Also da müsste
Ja, der schreibt die nur in die Datei, schreibt die aber nicht in die Preferences dann mit rein. Ja. Man müsste sich die nochmal sozusagen nochmal selber anlegen, damit man sie auch weiter verwenden kann. Aber da, wenn ich es richtig verstehe, da sind sie auf jeden Fall. Okay. Ende, sagt er. Ja, und alles Weitere, wir haben da vorne einen Stand und da stehen jede Menge kompetenter Open Office Leute, die können dann auch gerne nochmal.